Ihr wollt auf euer Samsung Galaxy S4 Apps installieren und ausführen, die Rootrechte benötigen? Oder wollt ein Custom ROM flashen? Dann zeigen wir euch nach einem kurzen Break, wie es funktioniert. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Android für Anfänger. Sicherlich seid ihr schon das ein oder andere Mal im Google Play Store auf eine App gestoßen, die Rootrechte benötigte. Rootrechte sind vereinfacht ausgedrückt, dass ihr den Zugriff auf alle kompletten Systemdateien eures Android-Betriebssystems habt. Da man dadurch natürlich durch eine unbedachte Veränderung einer Systemdatei das komplette OS, also Operating System bzw. Betriebssystem, unbrauchbar machen könnte, werden den Android-Geräten von Werk aus diese Admin-Rechte verwehrt. Wir werden euch heute nun anhand eines Samsung Galaxy S4 mit Android 4.4 zeigen, wie man dieses routet. Der Vorgang ist für Android 4.3 und 4.2 Jelly Bean identisch. Ebenso werden wir euch zeigen, wie ihr es wieder in den Urzustand bekommt. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass ihr unter Umständen die Garantie verliert und dass, wenn das Galaxy S4 im gerouteten Zustand ist, kein OTA, also Over-the-Air-Updates mehr erhaltet und die Sicherheitslösung Samsung Knox außer Funktion gesetzt ist. So, bevor der Stefan so richtig loslegt, sei noch angemerkt, dass diese Anleitung für das deutsche Samsung Galaxy S4 mit der Modellbezeichnung GTI 9505 ist. Zu finden ist die Modellnummer ganz am Anfang des Bootvorgangs und in den Einstellungen unter Geräteinformation. Freigeschaltete Entwicklereinstellungen und ein aktiviertes USB-Debugging sind für den Rootvorgang nicht notwendig. Der in diesem Video beschriebene Vorgang und die dafür notwendigen Programme, Download-Links findet ihr in der Videobeschreibung, sind für die Windows-Plattform. Bevor der Rootvorgang so richtig beginnen kann, müssen zunächst die passenden USB-Treiber für das Smartphone installiert sein, sodass der PC mit dem Smartphone Daten austauschen kann. Solltet ihr bereits die Synchronisationssoftware Samsung Keys installiert haben, entfällt dieser Schritt. Ansonsten bitte nun die Samsung USB-Treiber auf dem PC installieren. Bei der Gelegenheit kopieren wir uns auch gleich noch das Flash-Programm Odin und die entsprechende CF-Auto-Root-Datei auf den PC. Nun stellen wir noch sicher, dass der Akku mindestens zu 50% aufgeladen ist. Da der Rootvorgang selber keinen Werksreset durchführt, ist dennoch eine Sicherung der Daten nie verkehrt. Also jetzt Daten sichern. Sind die Vorbereitungen soweit abgeschlossen, wird das Samsung Galaxy S4 komplett ausgeschaltet. Dazu einfach nur die Power-Taste des Smartphones gedrückt halten, bis der Ausschaltdialog erscheint und dann runterfahren. Die MicroSD-Speicherkarte kann während des gesamten Vorgangs in dem Gerät verbleiben. Die beiden heruntergeladenen ZIP-Archive müssen jetzt in ein und dasselbe Verzeichnis auf dem Desktop-Rechner entpackt werden, zum Beispiel den Ordner c:/odin. Ist das erledigt, startet man das Flash-Programm Odin mit einem Doppelklick auf die Excel-Datei. Nun wählt man über den Button PDA in Odin die Root-Datei aus. Diese trägt den Namen cf-auto-root mit der Dateiendung md5. Die restlichen Einstellungen von Odin bleiben unberührt. Im nächsten Schritt wird das Galaxy S4 mit einer Tastenkombination in den Download-Modus gebootet. Dazu hört man einfach die Power-Taste, die Home-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt, bis ein schwarzer Bildschirm mit Text und einem gelben Warndreieck erscheint. Die drei Tasten können jetzt wieder losgelassen werden. Mit einem kurzen Druck auf die Lauter-Taste wird die Aktion nur noch bestätigt und der Download-Modus ist aktiv. Das jetzt in dem Download-Modus befindliche Galaxy S4 wird nun via USB-Kabel an den PC angeschlossen und Odin sollte das Smartphone sofort erkennen, da wir die USB-Treiber vorher installiert haben. Das wird durch einen blauen Balken mit der Bezeichnung des USB-Ports angezeigt. Um den Flash-Vorgang zu starten, muss lediglich der Button Start angeklickt werden und nach wenigen Sekunden startet das Galaxy S4 neu. Nun führt die Root-Datei einige Operationen aus.
Nachdem das Smartphone nun vollständig hochgefahren ist, befindet sich im App Drawer die App Super SU, die zum Verwalten der Super-User-Rechte für Apps benötigt wird. Der Root selbst lässt sich durch das Flashen einer Stock-Firmware wieder vollständig rückgängig machen. Den Link zu der offiziellen Firmware für brandingfreie, also providerfreie deutsche Geräte findet ihr ebenfalls in unserer Videobeschreibung. Die Installation der Stock-Firmware verläuft analog zum Routen. Das heißt, dass das Smartphone in den Download-Modus gebracht wird, in Odin über den Button PDA die deutsche Stock-Firmware ausgewählt wird, das Smartphone per USB an den Rechner anschließen und den Flash-Vorgang mit dem Button Start beginnen. Der Vorgang dauert in etwa 5 Minuten und nach einem Neustart des Samsung Galaxy S4 ist der Root wieder entfernt. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst schon, Daumen nach oben und teilen für andere Leute, damit die auch wissen, wie sie ihr Galaxy S4 flashen können. Ansonsten schaut auf unsere anderen Videos und wir sehen uns demnächst. Euer Stefan und Matt von Android TV. Bis dahin, tschüss. Zoom, zoom, dagga, dagga, zoom, zoom.